Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete! Die Sache ist gleichzeitig äußerst simpel. Es braucht eine verlässliche gesundheitliche Versorgung in allen Landesteilen Sachsen-Anhalts, wie auch überaus komplex. Denn diese klare Zielstellung, die auf einen offenkundigen Bedarf antwortet, ist gerahmt von einer überaus kleinteiligen Gesetzgebung, einer jahrzehntealten und überkommenen starren Sektorentrennung im Gesundheitswesen, einem Landeshaushalt, der die Krankenhausinvestitionen schon seit langem nicht mehr angemessen untersetzt oder untersetzen kann. Und darüber hinaus ist das Ganze situiert in einem Fachkräftemarkt, ärztlich und pflegerisch, der bereits heute sehr angespannt ist und es absehbar noch stärker wird. In dieser Situation hat das Land zwei überaus begrüßenswerte Schritte unternommen. Die Salus GmbH hat ein Konzept für ein kommunales Gesundheitszentrum entwickelt und in Havelberg steht ein solches zumindest in der Ausbauphase 1 in den Startlöchern. Und mit dem Corona-Sondervermögen wurden Gelder bereitgestellt für ein eben solches innovatives Modellvorhaben im Land. So weit, so gut. Aber ehrlich gesagt sind wir damit bisher noch nicht wirklich weitergekommen. Das fängt damit an, dass es bisher nicht gelungen ist, die ärztlichen Stellen im Gesundheitszentrum in Havelberg zu besetzen. Und es geht damit weiter, dass das Konzept der Salus und übrigens auch der Antrag der AfD das im Moment eigentliche und größte Problem der Menschen in Havelberg und auch in Gentin, um jetzt den zweiten Elefanten im Raum auch zu nennen, das Fehlen einer 24/7-Notfallversorgung nicht mal versucht zu lösen. Neben diesem konzeptionellen Zu-Klein-Denken kommt auch noch ein Nicht-zu-Ende-Denken hinzu. Denn wofür genau sollen denn die Betten mit pflegerischer Überwachung im vorgestellten Konzept der Salus Stufe 2 dienen? Wenn diese Betten zum Einsatz kommen in Fällen, bei denen wirklicher medizinischer Überwachungsbedarf vorliegt, dann ist dies ohne ärztliches Backup geradezu fahrlässig. Da kann ich es jeder Kollegin und jedem Kollegen nur abraten, dort Dienst zu tun. Denn was bitte sollen Pflegefachkräfte vor Ort denn tun, wenn dann ein medizinischer Notfall eintritt? Dann können sie auch nur die 112 anrufen und gerade das ist ja in Havelberg der Flaschenhals der Versorgung. Zu diesem zu klein und zu kurz folgen entsprechend unsere grünen Forderungen. Die Personalakquise ist zu intensivieren und auf das gesamte Bundesgebiet und darüber hinaus auszuweiten. Die auch ärztliche 24/7-Versorgung ist als integraler Bestandteil des Konzeptes einzuarbeiten, damit die im Ausschuss von der Ministerin angedachte Einbeziehung der Rettungswache tatsächlich mit konkreten Handlungsschritten unterlegt wird. Eine wirkliche Überwindung der sektoralen Trennung ist mit den Kassen erneut zu diskutieren. Auch wenn letztlich die gesetzgeberischen Rahmenbedingungen dafür auf Bundesebene zu schaffen sind, kann das Land hier sicherlich im Rahmen eines Modellvorhabens und unter Nutzung der Corona-Gelder bereits Erfahrungen sammeln und die Versorgung innovativ sichern. Und last but not least ist das Land natürlich nicht der einzige und wahrscheinlich auch nicht der wichtigste Akteur, denn auch die Kommunen sind sowohl gesetzlich in der Lage, hier aktiv zu werden, als auch politisch in der Pflicht. Kommunale MVZ gibt es bisher im Land keine. Das ist bedauerlich. Das Land kann die Entwicklung solcher Leistungsangebote sicherlich fachlich wie auch finanziell unterstützen. Dazu sind dringend Gespräche zu führen. Und ich hoffe, dass wir im dritten Quartal bei allen diesen vier Punkten deutlich weiter sind als heute und bitte daher um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. Zustimmung zum Antrag oder um Überweisung? Wir würden auch die Überweisung mitmachen. Okay, ja. Danke.